Dieser Lockdown hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ich hatte erst gestern die Experten und Expertinnen der Wirtschaftsforschungsinstitute bei mir und auch diese haben gesagt, die gesundheitliche Entwicklung hat zurzeit oberste Priorität. Dementsprechend ist die krisenbedingte Arbeitslosigkeit bei ca. 79.000 Personen. Das bedeutet ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche mit insgesamt 437.000 Menschen auf Arbeitssuche. Wir sehen, dass die Kurzarbeitsphase 3, die seit Beginn des Oktobers möglich ist zu beantragen und auch für die betroffenen Branchen, die jetzt direkt vom Lockdown betroffen sind, auf 0% möglich ist. Hier kann ich Ihnen heute erstmalig belastbare Zahlen nennen. Weitere Anträge kommen aber jeden Tag ein im AMS und derzeit befinden sich rund 133.000 Personen in Kurzarbeit. Wir befinden uns in einem sehr schwierigen Herbst und auch Winter und zugleich sind wir vorbereitet mit unseren Programmen und Maßnahmen, dass wir so viel wie möglich abfedern. Das bedeutet, dass wir so viele Jobs wie möglich sichern und zugleich aber auch, und das besonders im versorgungskritischen Bereich, neue Jobs schaffen. Gemeinsam mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsmarktservices sind wir für Sie da. Ich möchte nun kurz zu den Detailzahlen kommen. Derzeit befinden sich 437.421 Personen beim AMS vorgemerkt. Davon sind 370.981 Personen arbeitslos und 66.440 Personen sind in Schulung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche über 12.500 Personen mehr arbeitssuchend. Das bedeutet, wir spüren die Maßnahmen, die wir treffen mussten aufgrund der gesundheitlichen Entwicklung, damit wir es gemeinsam schaffen, das Virus einzudämmen, auch am Arbeitsmarkt sehr deutlich. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine sehr dynamische Entwicklung am Arbeitsmarkt. Alleine im Oktober war es möglich, über 36.000 Personen wieder in Beschäftigung zu bringen und jede und jeder Einzelne, den wir wieder in Beschäftigung bringen, aus der Arbeitslosigkeit heraus, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch da kann ich nur aussprechen an alle Personen, die auf Arbeitssuche sind, bewerben Sie sich. Wir brauchen auch Menschen, besonders zurzeit auch in versorgungskritischen Bereichen. Deshalb unterstütze ich auch als Arbeitsministerin mit dem Team des AMS auch die Bundesländer, die großen Bedarf auch haben, zum Beispiel als Contract Tracer oder auch die beim Roten Kreuz unterstützen oder auch bei der Administration in den Pflegeheimen. Wir brauchen sie als Corona-Helfer. Was tun wir nun noch weiter in den kommenden Wochen und Monaten? Einerseits mit unserer Corona-Kurzarbeit unterstützen wir all jene, mit dem bewährten Kriseninstrument ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch durch diese schwierigen Wochen und Monate zu halten, damit dann, wenn es wieder losgeht, im bewährten Team wieder weitergearbeitet werden kann. Und zwei Faktoren sind hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zentraler Bedeutung, nämlich einerseits ist die Kurzarbeit einkommensstabilisierend, dass niemand weniger als 80% des Gehalts bekommt und zum Zweiten auch karrierestabilisierend, dass die Menschen ja in Beschäftigung bleiben und wissen, sie kehren wieder zurück an ihren Arbeitsplatz oder haben reduzierte Arbeit und Arbeitszeit und gehen dennoch ihrer Arbeit nach. Hier haben wir auch gemeinsam mit den Sozialpartnern letztes Wochenende eine Einigung erzielt, dass für alle Unternehmen, die direkt vom Lockdown betroffen sind, auch für die Zeit des Lockdowns die Kurzarbeit auf 0% beantragt werden kann. Hier bitte ich noch, dass diese Unternehmen vorwiegend im Gastro- und Tourismusbereich die Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Mit den zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen wie den Umsatzersatz ist es möglich, durch diese Zeit zu kommen, um dann wieder, wenn es wieder möglich ist, auch aufzusperren und ihre Kundinnen und Kunden zu empfangen. Das AMS ist hier gut vorbereitet mit der Unterstützung der Bundesbuchhaltungsagentur, um die Anträge der Kurzarbeit schnellstmöglichst, bestmöglichst abzuwickeln, im besten Fall über das bewährte System, über das IAMS-Konto und für all jene,
die Unternehmen, die direkt vom Lockdown betroffen sind, also die auf 0% die Arbeitszeit auch reduzieren können für diese Zeit, ist es möglich, einen rückwirkenden Antrag bis zum 20. November mit Gültigkeit ab 1. November zu stellen. Für alle anderen Unternehmen, die die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, ist jeder Tag die Möglichkeit, den Antrag direkt zu stellen und dann auch mit Gültigkeit ab dem jeweiligen Eingang. Zum zweiten großen Programm, das wir bereitstellen, ist die Corona-Job-Offensive inklusive der Arbeitsstiftungen, das größte Aus- und Weiterqualifizierungsprogramm in der Geschichte der Zweiten Republik, wo wir insgesamt breiter unterstützen können als ursprünglich erwartet. Das bedeutet, statt den angedachten 100 Personen, die wir heuer, nächstes Jahr und auch 2022 re- und weiterbilden möchten, können wir bis zu 117.000 Personen mit dem gesamten Programm der Joboffensive aus- und weiterbilden. Wir unterstützen hier zentral in drei Bereichen, nämlich erstens zur Berufsorientierung, dass das Matching noch besser gestaltbar ist, wo werde ich einerseits gebraucht am Arbeitsmarkt, also auch in den Zukunftsbranchen und andererseits aber auch, wo sind meine Qualifikationen, wo interessiere ich mich, wo kann ich mich noch tiefer in meiner Qualifikation weiterbilden oder wo kann ich mich umschulen lassen und hier eine Weiter- oder beziehungsweise Umschulung auch in Anspruch nehmen, die ich dann nachhaltig am Arbeitsmarkt auch ausführen möchte. Zweitens, alle Weiter- und Ausbildungsmaßnahmen durch das AMS mit den vielen Trägern, die in Kooperation hier mitarbeiten. Und drittens auch die Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit. Für alle Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Kurzarbeit befinden, unterstützen wir nicht nur mit dem Gehalt zu 80-90% für die Ausfallzeit, sondern auch zusätzlich mit 60% der Qualifizierungsmaßnahmen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Städtehotel jetzt in der Zwischenzeit während der Kurzarbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus- und weiterbilden möchte, zum Beispiel mittels einem Online-Digitalisierungskurs oder einem Sprachkurs, übernimmt das AMS insgesamt noch zusätzlich 60% der Aus- und Weiterbildungskosten. Und in den zentralen Säulen, in denen wir inhaltlich tätig sind, die möchte ich noch gerne anführen bei der Joboffensive, weil es ja auch hier der Bedarf sehr groß ist. Das sind die Zukunftsbranchen, wo wir Arbeitskräftepotenzial haben und das ist beispielsweise im gesamten Pflege- und Gesundheitsbereich bis zu 100.000 Personen in den nächsten Jahren, im gesamten MINT-Bereich, also auch inklusive IT-Bereich, aber auch im gesamten Nachhaltigkeitsbereich, auch erneuerbare Energien und Klimaschutz und aber auch im gesamten Bereich der Digitalisierung, wo es darum geht, dass wir zahlreiche Experten brauchen und zugleich aber auch in vielen, vielen Berufsfeldern die Digitalisierung vermitteln wollen im Zuge einer Weiterbildung, dass man eben in den neuen Arbeitswelten die Digitalisierung auch integriert. Zum Abschluss darf ich noch sagen, dass wir weiterhin auf Hochtouren arbeiten, dass wir die Menschen jetzt bestmöglichst unterstützen können durch diese kommenden Wochen und Monate, dass ich Sie auch bitte mit anzupacken, auch bereit zu sein für eine Aus- und Weiterbildung, auch bereit zu sein für einen Job anzunehmen, zum Beispiel mit den Corona-Helfern und zugleich aber auch, dass wir alles tun mit dem Instrument der Kurzarbeit, um so viele Jobs wie möglich zu sichern. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Teams und auch des AMS sind wir für Sie da, mehr denn je. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wirtschaftsministerin, bitte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Der gestrige Tag hat uns gezeigt, dass es wieder steil bergauf geht, sobald der Impfstoff da ist. Und das war nicht nur eine Entwicklung, eine Zuversicht, die wir an den Börsen gesehen haben, sondern auch eine Zuversicht, die wir bei den Menschen sehen und das Vertrauen in unsere Betriebe, in unsere Wirtschaft ist ja weiter da, es ist weiter ungebrochen, auch wenn wir durch diese harten Zeiten gemeinsam gehen. Ich bin besonders stolz, dass wir als österreichisches Unternehmen auch haben, das dazu beiträgt, die Firma Polymoon, die ja in Klosterneuburg beheimatet ist und die hier einen starken Beitrag leistet in einem ganz neuen Forschungsgebiet
und von dem wir jetzt auch einen Nutzen haben werden, ganz konkret, was die Bekämpfung des Coronaviruses betrifft. Ganz wichtig ist, dass das Unternehmen auch unterstützt worden ist im Sinne von Forschungsförderung und Forschungsprämie. Das zeigt, wie wichtig diese Instrumente sind, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, um dann auch die Unternehmen in diesen Krisenphasen zu haben, die hier innovativ sein können, die hier stark nach vorne gehen können, die Neues erfinden können und Neues umsetzen können. Das macht unseren Standort in Österreich resilienter, diese zwei Dinge, dass wir ganz weit vorne in der Innovation sind, also in der Lage sind, von der Grundlagenforschung direkt in unmittelbare Services und Produkte, auch in Impfstoffe umsetzen zu können. Und das Zweite, was uns stärkt, ist die digitale Transformation. Beides sind ganz wichtige Themen, die jetzt wichtiger sind, mehr denn je. Aber wenn es uns gezeigt hat gestern, dass es wieder schnell und steil bergoben geht, dann darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir leider noch immer mitten in der Pandemie stecken und dass sie nicht vorüber ist und dass die Infektionen ein bisschen vergleichbar sind mit einem rollenden Schneeball, der, wenn die Infektionen stark weiter steigen, bis zur Lawine wird. Und jetzt braucht es diesen wirtschaftlichen Lawinenschutz. Wir brauchen einen Schutz gemeinsam, dass wir größere und langfristige Schäden von unserem Standort abwehren können. Ich bin laufend mit den Wirtschaftsforschern und Forscherinnen in Kontakt dazu und ihre Beurteilungen der Lage ist folgende. Sie sagen, die Hilfsmaßnahmen der ersten Phase waren sehr gut geeignet, den Unternehmen durch die Krise durchzuhelfen, von der Kurzarbeit über die Direktunterstützung, der Ausgleich des Unternehmerlohns. Und sie sind auch zuversichtlich, und das bin ich auch, dass es uns auch gelingen wird in dieser zweiten Phase der Corona-Welle, dass wir es hier auch schaffen werden, möglichst viele Unternehmen gut durch diese Zeit durchzutragen. Diese Hilfsmaßnahmen sind aus meiner Sicht eine starke Brücke über dieses tiefe wirtschaftliche Tal, und es ist unsere Aufgabe, hier jetzt genau darauf zu achten, welche Bereiche die entsprechende Unterstützung brauchen. Und da war es die eine Sache, die bestehenden Maßnahmen fortzuführen und zu verlängern. Das ist ein wichtiger Punkt auch im Bereich der Kurzarbeit, dass wir hier die Maßnahmen, die sich bewährt haben, weiter und länger zur Verfügung stehen. Und es wird auch neue Maßnahmen und braucht auch neue Maßnahmen, wie zum Beispiel die jetzigen 80% des Umsatzersatzes, die von den direkt Betroffenen jetzt schon geholt werden können. Wir sind hier auch deutlich schneller als Deutschland, das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Deutschland liegt hier weit hinter Österreich in der Umsetzung. Uns war es wichtig, dass wir diese Maßnahme sehr schnell zu den betroffenen Unternehmen bringen. Sie können bereits beantragen, die ersten Zahlungen werden in Kürze fließen, denn das ist wichtig. Wir haben gehört, es steht das Weihnachtsgeld an. Das ist auch wichtig, dass das Weihnachtsgeld auch ausgegeben werden kann, dass der Konsum angekurbelt ist. Und dafür müssen wir die Unternehmen absichern. Und da war uns wichtig, und da kann ich sagen, da sind wir Europameister. Das haben wir am schnellsten in Europa geschafft. Auch Deutschland, das ja ein ähnliches Konstrukt gewählt hat, ist hier noch nicht in der Umsetzung zu weit. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich wird diese Corona-Krise nicht spurlos an unserem Wirtschaftsstandort vorübergehen. Wir sehen es an den Zahlen, wir sehen es daran, dass es wahrscheinlich mehr als -7% werden. Das sagen uns die Wirtschaftsforscher. Aber die Auswirkungen dieser zweiten Welle werden geringer sein als jene der ersten Welle. Unsere Zuversicht kann sich aber darauf stützen, dass wir starke Industrieunternehmen haben, gute Gewerbeunternehmen, viele KMUs und Familienbetriebe, die zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen. Ich möchte mich ganz recht herzlich dafür bedanken, dass so viele daran arbeiten, gemeinsam diesen Standort voranzubringen, die Arbeitsplätze zu sichern und vor allem die Zukunft. Ich möchte noch mal an den gestrigen Tag erinnern. Dieser gestrige Tag hat uns einen Einblick gegeben in das, was möglich ist, wenn wir sowohl Medikamente als auch Impfstoff haben. Wir haben eine gute Wirtschaft in Europa und in Österreich, darauf können wir auch stolz sein. Und das ist unsere Grundlage für das Arbeiten. Der gestrige Tag war so ein Lichtblick, ein kurzer Einblick von dem, was möglich ist, wenn wir das Coronavirus besiegt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Bitte.
hätte eine Frage an die Frau Arbeitsministerin. Jetzt sagen viele Unternehmen, sie werden, wenn sie nicht bald Geld haben, die Weihnachtsgehälter nicht bezahlen können. Befürchten Sie, dass hier in der zweiten Novemberhälfte ein massiver Anstieg an Arbeitslosen noch einmal kommt? Und zwei Fragen an die Frau Wirtschaftsministerin. Die APA vermeldet, dass ab morgen die Geschäfte um 19 Uhr schließen müssen, österreichweit. Können Sie dazu was sagen? Und der Handel sagt, er sei indirekt auch massiv von diesem Lockdown betroffen, Umsatzeinbußen bis zu 80% und fordern einen Verlustausgleich mit Ende des Jahres. Wird es solche Maßnahmen geben? Zu Ihrer ersten Frage bezüglich des Weihnachtsgeldes. Ich kann sagen, dass die Unternehmen, die in Kurzarbeit jetzt sind oder auch Kurzarbeit waren, immer die Aliquoten Sonderzahlungen hier mitbekommen haben. Das bedeutet, dass die Unternehmen, die in Kurzarbeit sind, die Weihnachtsgelder halbwegs gut ausbezahlen können. Und zugleich geht es auch darum, dass wir die Instrumente schnell zur Verfügung stellen, nämlich die für Liquidität sorgen, wie beispielsweise der Umsatzersatz. Und dieser kann schon beantragt werden seit letzten Freitag. Dieser wird in Kürze ausbezahlt. Hier arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums auf Hochtouren. Dem Finanzminister ist gerade das wichtig und uns allen, damit eben die Liquidität weiterhin zur Verfügung steht und damit sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch unbedingt halten können. Und das ist das, woran wir tagtäglich intensiv in vereinten Kräften arbeiten, dass es einen breiten Maßnahmenmix braucht. Und insgesamt zu Ihrer Frage Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir verzeichnen saisonell bedingt immer vom Spätsommer bis zum Winter, meistens zum Jänner. Jänner ist üblicherweise das Jahr im saisonalen Betrachtungszeitraum mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Das wird definitiv auch dieses Jahr sein und zugleich auch noch der Miteffekt durch diesen Ausnahmejahr aufgrund der Corona-Pandemie, wo wir uns deshalb in einer Weltwirtschaftskrise befinden. Und da sind wir sehr eng abgestimmt, aber ja, es wird steigende Arbeitslosigkeit geben. Ja, zum Handel, da gab es ja die Vereinbarung der Sozialpartner, auf 19 Uhr den Ladenschluss zu legen und es ist jetzt in der Verordnung entsprechend umgesetzt worden. Was will man damit bezwecken? Die Kundenströme sind im Handel, vor allem auch im Lebensmittelhandel, nicht so gut planbar wie im Bereich der Dienstleistungen, wo man sich einen Termin ausmachen kann, zum Beispiel bei seinem Physiotherapeuten, bei seinem Masseur. Und daran soll es daran eben das Ziel ist, dass hier es nicht zu großen Ansammlungen kommt und nicht zu viele Menschen kurz vor dem Ladenschluss drinnen sind, dass sie auch noch die Zeit haben, vor 20 Uhr gut nach Hause zu kommen, dass sie die Regeln auch einhalten können. Das war mal das Erste. Und das Zweite ist, dass wir jetzt im Moment die Maßnahmen umsetzen für die direkt betroffenen Unternehmen, die von der Schließung betroffenen, das ist Gastronomie und ist der Tourismus. Aber natürlich gibt es viele Unternehmen in Österreich, die indirekt betroffen sind, weil sie Zulieferer sind, gerade für diese Bereiche. Das betrifft auch zum Teil den Handel oder auch die anderen Betriebe wie Bäckereien etc. Wir schauen uns das jetzt an, wie diese Auswirkungen sind und schauen, wie wir weiterarbeiten, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Das ist aber noch offen. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage an die Frau Arbeitsministerin. Sie haben angesprochen, das Contact Tracing, wo die Arbeitslosen hin vermittelt werden sollen. Können Sie einen Einblick geben, wie gut funktioniert das derzeit und welche Anforderungen brauchen die Arbeitslosen auch für so eine Stelle? Gerne. Also wir konnten österreichweit 140 Personen bereits im Contact Tracing, im Roten Kreuz, aber auch bei den Pflegeheimen vermitteln. Ich habe Ende letzter Woche den Aufruf gestartet und innerhalb von ein paar Tagen sozusagen wurde hier schnell gehandelt. Mein Appell ist weiterhin, dass wir die Organisationen, Unternehmen bitten, beim AMS die Bedarfe einzumelden und das AMS, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf Höchsttouren, um diese Vermittlung, um den Fokus der Vermittlung dort, wo die Arbeitskräfte gebraucht werden, auch nachzukommen. Wer wird gebraucht? Contract Tracer, es werden Menschen gebraucht, die im Roten Kreuz unterstützen können, aber auch Menschen, die zum Beispiel die administrativen Tätigkeiten in den Pflegeheimen unterstützen. Wer kommt ins Pflegeheim mit dem Namen und Adresse aufschreiben, also so quasi wie in einer
Rezeption und uns ist es wichtig, dass das jeder und jede auch machen kann. Auch viele Jugendliche, die hier jetzt unterstützen wollen, sehr, sehr gerne. Aber für die Zielgruppen der Langzeitarbeitslosen oder auch der Wiedereinsteigerinnen und Einsteiger unterstützen wir von Seiten des AMS mit der Eingliederungsbeihilfe, dass wir auch diese Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Und es geht ja auch darum, dass wir jetzt alle gemeinsam zusammenhelfen. Und deshalb unter dem Titel der Corona-Helfer werden all jene gebraucht, die hier sich angesprochen fühlen. Und zugleich aber auch im Pflege- und Gesundheitsbereich brauchen wir all jene, die irgendwann vielleicht einmal Berufserfahrung dort auch gemacht haben, obwohl sie vielleicht in letzter Zeit einer anderen Qualifikation nachgegangen sind oder auch irgendwann einmal eine Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich getätigt haben, die jetzt bereit sind, für diese Bereiche tatkräftig zu unterstützen, dass wir es gemeinsam schaffen, das Virus zu bekämpfen. Weitere Frage? Ich habe zwei Fragen. Die erste wäre an die Frau Minister Aschbacher. Sie sagen, es wurden jetzt 140 Personen vermittelt, aber wie viele offene Jobs gibt es überhaupt, auf die sich Arbeitslose bewerben können? Und eine Frage an die, oder auch an beide oder an die Frau Ministerin Schramböck. Einerseits gibt es jetzt quasi die guten Nachrichten im Bereich Impfstoffentwicklung, andererseits gibt es aber auch in Österreich immer wieder Berichte, dass der Lockdown sogar noch verschärft werden muss. Wie ist jetzt die Lage? Und Lockdown-Verschärfung, die Sie angesprochen haben. Also es ist ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt haben, wirken lassen und dass wir am Wochenende neu evaluieren. Es ist da wesentlich, dass wir keine Vorhersagen treffen, sondern wir müssen jetzt schauen, wie entwickeln sich die Zahlen anhand der Maßnahmen, wie viel halten sich daran. Und da ist meine Bitte wirklich an alle, diese Maßnahmen mitzutragen. An dem wird es hängen, ob alle Österreicherinnen und Österreicher hier mitmachen und wir entsprechend mit den Infektionszahlen wieder runterkommen. Wir hatten ja einen Effekt von den Tagen vor dem Lockdown und jetzt ist wichtig, dass es wieder zurückgeht und das werden wir beobachten und nach der Wirkung dieser Maßnahmen am Wochenende neu evaluieren. Wichtig ist an dieser Stelle auch anzuschließen und um Durchhaltevermögen von uns allen auch zu appellieren, weil jetzt haben wir die Maßnahmen getroffen, wir alle halten uns intensiv daran und zugleich sehen wir noch nicht so schnell die Wirkung. Diese paar Tage, dieses Vakuum sozusagen auch durchzuhalten, bis wir schaffen, das Virus einzudämmen, da gilt es, dass wir dennoch mehr denn je die Maßnahmen einhalten. Und wenn wir uns auch anschauen auf die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen, ist die gesundheitliche Entwicklung die oberste Priorität. Und zu Ihrer Frage bezüglich den offenen Stellen. Es sind zigtausende offene Stellen beim AMS gemeldet und nicht nur beim AMS, sondern auch ganz viel wird sozusagen direkt auch vermittelt und das ist ja nur in unserem Sinne und gewünscht, dass es offene Stellen gibt. Und hier verzeichnen wir zum Beispiel bei den Jugendlichen ein starkes Ost-West-Gefälle, dass wir im Bundesland Oberösterreich zum Beispiel einen Lehrlingsmangel haben und in Wien haben wir eine sehr hohe reale Jugendarbeitslosigkeit, wo auf eine offene Lehrstelle 10 Jugendliche kommen. Und hier unterstützen wir von Seiten des AMS mit Mobilitätspaketen, dass wir den Umzug unterstützen, dass wir die Mietkosten vor Ort unterstützen und dass es auch hier, wenn es keine Betreuungspflichten gibt, zum Beispiel diese Flexibilität gerade jetzt auch bei den Jugendlichen hier unterstützen. Insgesamt ist der Arbeitsmarkt sehr dynamisch. Allein im Oktober konnten wir 36.000 Personen vermitteln und zugleich insgesamt konnten wir bis jetzt über 557.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Also auch im Zuge der herausfordernden Zeiten gibt es offene Stellen, die verschieben sich ein Stück weit, aber wir wollen jedem die Möglichkeit geben, hier einen Job zu finden und da unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS sehr intensiv. Eine Frage zur Kurzarbeit bzw. die Frau Ministerin Aschbacher. Vielleicht hat sich die Frage oder haben Sie die Frage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem.
Am vorvergangenen Sonntag wurde das Kurzarbeitsmodell mit den 0% Arbeitsaufkommen vorgestellt. Viele haben sich erwartet, dass es auch eine Regelung für das Homeoffice gibt, ganz konkret die Unfallversicherung, die allgemeine und auch das Pendlerpauschale. Zusätzlich vielleicht auch darüber gibt es ja auch eine Aufwertung des Homeschoolings, denn die Arbeitnehmer stellen ja auch ihre Ressourcen zur Verfügung, Räumlichkeit, Heizung etc., Energie und so weiter, die der Arbeitgeber nicht, für die nicht aufkommen muss. Also diese zwei konkreten Sachen, und gibt es darüber hinaus auch noch Überlegungen zum Homeoffice? Danke. Gerne. Also im Zuge der Kurzarbeit ist es möglich, für die direkt betroffenen Branchen die Arbeitszeit für während des Lockdowns auf null zu reduzieren. Das ist leicht möglich, den Antrag zu stellen über das IAMS-Konto. Ich hoffe, das beantwortet die erste Frage. Und zur zweiten Frage. Wir haben vor über 2 Wochen kommuniziert, dass wir die kurzfristigen Corona-Homeoffice-Regelungen verlängert haben, nämlich mit einerseits den Unfallschutz verlängert bis Ende März und zugleich die Pendlerpauschale als Ersatzzahlung für den etwaigen Aufwand der Arbeitnehmerinnen, wenn sie zu Hause arbeiten und natürlich auch der Arbeitnehmer, dass eben, wenn es zu Internetkosten oder Sonstiges kommt, die Pendlerpauschale erhalten bleibt. Zugleich arbeiten wir weiterhin sehr intensiv mit den Sozialpartnern, aber auch in der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe und mit vielen auch Unternehmern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Homeoffice-Bereiche, das mobile Arbeiten anwenden, daran, wie kann es eine nachhaltige Lösung für das Homeoffice geben, welches Regelwerk braucht es, wo braucht es aber auch Flexibilität, weil was wir schon merken ist, dass viele Vereinbarungen direkt in den Betrieben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Bedürfnisse und die Möglichkeiten zur Ausübung des mobilen Arbeitens direkt getroffen werden können, und da stellen wir auch einen Leitfaden zur Verfügung, organisatorisch und strukturell, aber auch für die Ergonomie. Sofern es keine weiteren Fragen gibt, danke fürs Kommen und danke fürs Interesse. Wiedersehen.